Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu der Unreal Engine 4, den Tutorial, die ich dazu mache, und meiner Wenigkeit der Sky. Willkommen bei diesem Tutorial und heute geht es darum, wie ihr euer Spiel exportieren könnt, also sprich Packagen nennen die das hier in der Unreal Engine 4. Und das ist eigentlich ganz easy. Wir haben hier unser wunderbares Level und das sieht auch schon ganz nice aus. Nur das Problem ist, das Spiel weiß noch nicht mal, wenn wir jetzt im Prinzip unser Spiel packagen, welche Karte da eingebaut werden soll und welche nicht. Deswegen kann es sein, dass bei euch zum Beispiel Fehlermeldungen kommen. Das erste, was wir machen, wir gehen oben im Prinzip auf Settings und dann hier unter Project Settings. Das lädt dann eine kleine Weile und öffnet sich dann. Und so sieht das Ganze aus. Was ihr jetzt machen müsst, ist, ihr müsst dem Ganzen einen Projektnamen geben. Also ihr müsst natürlich euer Spiel benennen, wie das heißt. Ihr könnt hier eine neue ID generieren, das ist eigentlich völlig egal. Ihr habt eine Projekt-Description. Da könnt ihr eigentlich alles ausfüllen, das was mit eurer U-Project-Datei zu tun hat. Und auch die Version. Company Name, Homepage, Support Contact und so weiter und so fort. Hier ist es noch interessant, Displayed, Project Displayed Titel, also wie eure Excel-Nachricht heißen soll und so weiter und so fort. Das bitte einmal hier ausfüllen. Dann wird es noch interessant, wenn wir nämlich hier runtergehen, unter Windows, unter Platforms, dann Windows. Hier können wir übrigens nur mal so kurz nebenbei noch auswählen, welche Compiler-Version wir nutzen. Ich nutze gerade Visual Studio 2019 und noch diverse andere Render-Optionen festsetzen und unser natürlich auch Game-Icon festsetzen. Und den Flash-Screen, gerade wenn ihr das Editor-Projekt irgendwie anderen Leuten gibt oder es verzieren wollt, könnt ihr hier euren Flash-Screen setzen, damit da nicht mehr die Unreal Engine 4 so kommt, sondern Unreal Engine 4 und dann zum Beispiel bei meinem Spiel Battle of Decay. Ja, so sieht es dann bei mir zum Beispiel aus. Ja, dann euer Game-Icon könnt ihr hier ersetzen. Der Rest ist erstmal für uns unwichtig, aber die Compiler-Version muss bei manchen sitzen, habe ich in dem Forum gelesen, weil manchen das sonst nicht richtig gut compiled. Deswegen, wenn ihr 2019 benutzt von Visual Studio, gebt das bitte hier an, dann könnt ihr euch einige Probleme sparen. Und das gute letzte Ding, was wir machen müssen, ist, wir gehen hier hoch unter Project Settings, gehen unter Maps and Modes, das vorletzte. Nee, das ist das letzte, war das letzte. Und dann, nee, das vorletzte, tut mir leid. Und dann gehen wir hier im Prinzip unter Maps and Modes. Und jetzt können wir sagen, wenn der Editor startet, was so eine Karte laden soll, unwichtig. Aber unsere normale Game-Karte, das heißt, was für eine normale Karte soll gestartet werden, wenn wir unser Spiel starten? Hier würdet ihr jetzt beispielsweise euer Level Main Menu auswählen, okay? Also euer Main Menu Level würdet ihr jetzt hier auswählen und hier einfügen. Wichtig ist, dass ihr eure richtige Game Instanz benutzt. Wenn ihr nichts mit der Game Instanz zu tun habt, beziehungsweise noch nie was damit gemacht habt, dann könnt ihr hier einfach Game Instanz stehen lassen. Sonst, wie gesagt, müsst ihr eure Game Instanz hier auswählen. Game Instanz, da könnt ihr drinnen zum Beispiel das Server Hosting Gedöns machen. Loading Screens könnte man theoretisch auch darüber machen, aber muss man nicht. Also vor allem diese Steam-Sachen kommen hier im Prinzip in die Game-Instanz rein. Nur so als kleiner Tipp. Der letzte Punkt, den wir beachten müssen, ist im Prinzip, dass wir unter Packaging gehen. Auf der linken Seite. Und jetzt können wir hier theoretischerweise ganz easy alles mögliche einstellen, wie das Ganze gepackt werden soll und so weiter und so fort. Wenn wir hier unter Packaging gehen und dann hier im Prinzip unser Show at Once Menü öffnen, dann haben wir jetzt hier die Auswahl von Sprachen, die unser Projekt haben kann. Natürlich müsst ihr auch Sprachen dementsprechend haben, das ist aber für den Installer meistens. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, unter List of Maps to include in a package build, da müsst ihr jetzt im Prinzip unsere Map angeben, okay? Also wenn ihr eine Map habt, klickt ihr auf das Plus, dann klickt ihr auf die Punkte und jetzt wählt ihr unter eurem Tutorial, also bei mir heißt das Tutorial Project, könnt ihr hier eure Karte auswählen. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wo meine Karte hier gespeichert ist. Das ist die First-Person-Karte, ne? Ich guck mal nach. First-Person? First-Person? Hier, da haben wir so First-Person-Example-Map.UMap. Das ist die Karte, die ich brauche, die tragt ihr hier in meinem Fall jetzt hier ein. Dann haben wir natürlich noch die weitere Möglichkeit, gewisse Ordner und Sachen hier einzubinden, die normalerweise nicht vorhanden oder nicht drinne wären. Dann haben wir ebenfalls noch die Möglichkeit, wenn ihr hier auf der linken Seite auf Movies klickt, ein Startup-Movie einzufügen. Also sprich, bei mir steht da DEFCON Network, ja. Oder beispielsweise stand da dann Ubisoft oder Activision, so wie ihr das von anderen AAA-Spielen kennt, wie Call of Duty oder Battlefield. Wenn ihr das Spiel startet, steht da erstmal die Herstellerfirma und das könnt ihr hiermit Add Startup Movie hier hinzufügen. Dann öffnen wir das Ganze und dann können wir hier eine Datei auswählen. Die muss in dem Projektordner drin sein und die Startup-Video muss 23 oder 25 FPS haben. Wenn das mehr ist, dann funktioniert das meistens nicht. Fragt mich nicht, warum es so ist, es funktioniert nicht. Ich habe es ausprobiert. Jetzt können wir hier oben noch angeben, wait for movies to complete. Also sprich, sollen wir erst warten, bis unsere Intro completed ist, also komplett durchgelaufen ist, bevor das Spiel losgeht. Oder Movies are skipable, können wir das überspringen, wenn wir beispielsweise Enter drücken oder Leertaste, völlig egal. So, wenn wir das alles eingestellt haben, gehen wir hier oben links auf File, wir klicken auf Package Project
können jetzt hier im Prinzip die ganzen Optionen anklicken. Wenn bei euch hier die Optionen ausgegraut sind und ihr, sag ich mal, für Linux zum Beispiel irgendwas bilden wollt oder packagen wollt und ihr sagt jetzt, okay, aber für Linux habe ich das hier ausgeblendet, dann geht ganz einfach unter Supported Platforms hier unten, klickt da drauf und wählt einfach aus, was für ein Projekt ihr hier im Prinzip haben wollt. Ich kann zum Beispiel auch sagen, ich will es nicht für Android haben. Ich mache jetzt alle Plattformen, gehe auf File, gehe auf Package Project, gehe auf Windows, wähle hier im besten Fall 64-Bit aus und jetzt tue ich den Ordner auswählen. Da kann ich jetzt zum Beispiel einen Ordner erstellen namens, was weiß ich, Package Build oder Final oder Export und dann wähle ich jetzt, sage ich mal, einfach jetzt mal als Beispiel einen Saved-Ordner aus, klicke, das macht ihr natürlich nicht, ihr erstellt einen neuen Ordner, wichtig, sonst habt ihr das alles vollgemüllt. Dann klicke ich hier auf Ordner auswählen und schon wird er das Spiel hier packagen. Ich werde das jetzt nicht machen. Oh shit, spielt gerade Garry's Mod. Wunderbar. Ich werde das jetzt nicht machen, weil bei mir sollte das Spiel nicht bilden. Aber damit seid ihr durch. Es wird jetzt als nächstes noch im Prinzip in den folgenden Tagen Tutorials dazu kommen. Mit diesen Start-up-Filmen, wie ihr die machen könnt. Wie ihr Patching betreiben könnt und so weiter und so fort. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ihr Fragen, Inspiration, Vorschläge, Ideen oder Probleme habt, alles einfach unten in die Kommentare reinschreiben und posten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, das würde mich sehr freuen. Und hinterlasst auch gerne ein Abo und aktiviert die Glocke, um immer auf dem aktuellsten, neuesten Stand zu bleiben. Mit mir und der Unreal Engine 4 und anderen diversen Videos, die ich drehe. Damit würde ich mal sagen, einen wunderschönen Tag noch oder Abend oder was auch immer. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal bei der Sky. Ciao, ciao.